Der entscheidende Moment ist also der, ob es gelingt, für kurze Momente ins authentische Sein zurückzukehren. Die Voraussetzung dafür ist immer, den als Objekt abgespaltenen Körper zu reintegrieren und zu sehen oder sich zu wahrzunehmen, das bin ja ich, dieser Körper da, der da herumschwimmt, herumtreibt im Aquarium des Seins. Diese Akzeptanz des Zusammenfallens von mir mit mich, von ich mit mir mit mich, ist deshalb unmöglich, weil im Moment, normalerweise unmöglich, weil im Moment der Wahrnehmung, dass ich dieser Körper bin, gleichzeitig die Barriere auftaucht, dass dieses ein vergänglicher, ein sterblicher Körper ist. Die Todesangst soll verhindern, dass man Subjekt seiner selbst werde, sondern dass man über die Andersschleife seine Pflichtaufgaben erfüllen soll. Aber es ist tatsächlich dann dieser Moment, der die Zen-Stoiker dazu treibt, dass es nichts Wichtigeres gibt, denn es ermöglicht dieses unglaubliche Schauspiel, dass ich zum ersten Mal ein Wesen bin, das zuerst abgespalten war und dann zurückkehrt, um wahrzunehmen, dass jeder Moment einer des Todes ist, jeder Moment einer der Vergänglichkeit ist. Denn dieses ständige sich bewegen heißt ein ständiges Vorübergehen und nie steht es still und erzeugt somit immer das nie stillstehende, das immer Vergängliche. Das ist nicht so einfach, wie die Leute sagen, oh, ist das ja schön. Nein, das ist die Ambivalenz dessen, was Rilke sagt. Schönheit ist der Beginn des Schrecklichen dessen, was wir ertragen können müssen. Es ist also die Voraussetzung, dass man trotz dieser Barriere der Wahrnehmung des Tödlichen in dem Moment, wo ich zusammenfalle mit mir als körperliches, als Weichvergeblichkeitsfleisch, dennoch in die jubilatorische Melancholie ausbricht, dass ich das einzige Wesen gewesen sein würde, der die wichtige Aufgabe hatte, das in diesem Moment, in diesen Partikularmomenten festzuhalten, auszudrücken, dass dem so ist. Denn ein Tier ist im Sein, in einem funktionell automatisch glücklichen Sein und weiß nichts davon, denn er hat keine Reflexionsebene darauf. Und der Durchschnittsmensch bemerkt nicht, dass er nicht weiß, dass er dass ihm verloren gegangen ist, dass er nichts zu verlieren hat, weil er ja sowieso nicht mehr lebte und nichts mehr davon wusste, was er nicht wusste, dass er nicht wusste. Also die Rückkehr, dass wir normalerweise nicht bemerken, nicht wissen, dass dieses Denken, dieses Fühlen, dieses Wahrnehmen als solches die Abspaltung des Körpers als Objekt bewirkt. Und wenn ich ihn versuche zu reintegrieren, um den wichtigsten Moment zu erschaffen, vor dem alles andere verblasst, weshalb die großen Mächte dies umgekehrt unbedingt verhindern müssen, denn wenn nur noch dasjenige zählt, dieser Moment des Wahrnehmens oder des Zusammenfallens meines eigenen sterblichen Körpers mit dem jubilatorischen Melancholie dessen, dass ich der Zeuge bin, dieses nie anders sich darstellen könnenden, als ewig vergehenden, seine Ewigkeitspersistenz besteht im ständigen Untergehen, im ständigen Verschwinden, im ständigen Vorübergehen, im ständigen sich verändern und somit mir als Körper. Und wenn ich das nicht abspalte, abwerfe, dass ich ja dieser Körper da bin und somit gleich im nächsten Moment verschwunden sein werde sowieso
Und wenn dem unzweifelhaft und unvermeidbar so ist, nichts anderes zählt, als dass ich nur die Aufgabe gehabt werde, diese Zusammenhänge wahrzunehmen, darzustellen und gegebenenfalls sogar Zeuge davon zu sein, indem ich mir das klar mache, indem ich den, das ist gemeint mit dem Moment des Carpe Diem, pflücke, nicht um daraus Leistung zu produzieren, sondern die größte Leistung des Nicht-Herumagierens, sondern des Ergreifen des Moments, des Seienden in seiner Absurdität, in seiner Verrücktheit, sich nur erhalten zu können in der Ewigkeit, im Gleitstrom eines ständig vergehenden, vergänglichen, basierend zuletzt auf weichfleischlichen Körpern. Au revoir, Monsieur! Weichfleischlichen Körpern, Flexikörpern, die sich weiter adaptiert haben, weiter spezialisiert haben, noch verrückter geworden sind, um durch eine Abspaltung hindurch zurückzukehren zu einer Integrationsmöglichkeit dieser Wahrnehmung des Absurden und Unmöglichen. Denn wie Buddha sagt, der Mensch ist zu viel mehr begabt als eben aufgrund seiner Spaltschizophrenie, die er auch wieder zu reintegrieren vermag, wenn er denn vermag. Viel mehr, zu viel mehr möglich als alle Dämonen und Götter zusammen. Also nochmal, immer diese kurzen Momente, die nur erreichbar sind, indem man dem Tod ins Augengeblick sieht und ihn verlacht als entlarvt, als das Mittel, das verhindern soll, diese Reintegration zu verziehen, damit man die Anderspflichtaufgaben nicht vernachlässige. Und wenn man also dem Unvermeidlichen so wieder, jetzt weiß ich nicht, wie der heißt, ihm jedermann ins Gesicht lacht und sagt, heute nicht, dann gelingt es kurz, Zeuge zu werden, Zeugenschaft abzulegen von jener unglaublichen Situation, dass das Sein etwas wie uns benötigte, sich selber zu betrachten in seiner verzweifelten Unmöglichkeit und seinem unstillbaren Hunger nach Genießen der Substanz, die sich selber überholen möchte, um endlich das Stillstehen zu machen, was nicht geht, nämlich dass es Ewigkeit und immerwährendes Persistieren nur erreicht in ständigem Vergehen, ständiger Vergänglichkeit. Und umgekehrt, nach unserer Theorie, weil es immer alles spiegelbildlich und spiegelbildlicher sich darstellt, auch das ewig Vergehende, das Sterben, dann wieder die Persistenz, also der zenotische Charakter des absoluten Stillstehens, nur in der immer wiederkehr Notwendigkeit des immer wieder anderen besteht. Die Spiegelsituation haben wir gestern auch wieder geträumt. Das ist ein anderes Thema, das wir gleich vielleicht nochmal angehen werden.